Hallo und herzlich willkommen in der Kasper zu einer weiteren Folge LS19 auf unserem Hof Bergmann. In der letzten Folge sind wir auf den zweiten Tag im Frühling gesprungen, mit Mitte Frühling, fantastisch. Wir haben unser Feld 5 fertig gesät mit Weizen, den wir dann hoffentlich gewinnbringend verkaufen können. Des Weiteren haben wir unsere Tiere versorgt, sofern möglich mit den Ressourcen, die wir haben. Wasser, Stroh, Heu haben sie die guten. Unsere Kühe sind gut versorgt. Die Kühe sind mittlerweile, zumindest ein paar davon, wenn ich mich jetzt nicht irre, genau, schwanger. Juhu! Bin gespannt. 0,8 Jahre. Müssen wir abwarten, wie viel das in Tagen im Seasons-Mod ist. Auf jeden Fall tut sich da was. Bin gespannt. Unsere Hühnchen sind soweit versorgt, sofern möglich. Und unsere Pferdchen auch, eben sofern möglich. So, somit sind wir eigentlich, bis dann das Unkraut sprießt auf unserem Acker, sind wir erstmal soweit durch bei uns auf dem Hof. Ich habe es natürlich immer noch nicht geschafft, hier Ordnung zu machen. Aber ich habe mir gedacht, wir hatten ja ein paar Eier, die wollten wir in der letzten Folge schon verkaufen. Ah, das hier mal zumachen, Mensch, immer die Azubis hier. So, genau, das probieren wir jetzt auch mal. Was wir für die Eier kriegen, wie viel haben wir da drin? 64 Eier. Naja gut, dürfte nicht die Welt sein. Aber was wir haben, das haben wir. Und frische Eier im Dorfladen ist doch auch was Schönes. Im Hofladen, entschuldigt. Genau, Vorsicht mit den Eiern. Stellen wir mal ab. Guten Morgen. Ich glaube, die haben noch geschlossen. Jawohl, die Türen sind noch zu. Dann läuft ihr einfach rein und der Trigger nimmt sich die automatisch. Und wir haben 132 Euro gekriegt. Oh mein Gott. Wir brauchen mehr Hühner. Wir brauchen eine Großfarm. Nein, das ist, denke ich, gut. Ich vermute mal, dass es sich bei der Wolle ähnlich verhalten wird. Von daher wird sich das noch nicht ganz lohnen. Des Weiteren wollte ich gerne... das könnten wir eigentlich jetzt das allererstes Mal eben machen. Dann sind wir da nämlich schon mal... Upsi. Auf dem aktuellen Stand ein paar Obstkisten holen. Wir haben uns ja das kleine Obstfeld gekauft mit Obstbäumen drauf. Und sobald es regnet, können wir eben schauen, was die Wettervorhersage grob sagt. Obwohl ich da nicht mehr allzu viel drauf gebe seit den letzten Vorhersagen. Regen am Mittwoch. Heute ist... Oh, wenn es morgen Regen gibt, das wäre natürlich optimal, weil dann kriegen wir hoffentlich die ersten Früchte an unseren Bäumen. Deswegen holen wir uns mal eben, fahren wir mal eben schnell zum Shop und holen uns ein paar Kisten. Fahren wir mit unserem Ford Transit hin, der ist ein bisschen fixer. Ja, wie gesagt, die Wolle lohnt sich noch nicht wirklich und dann würde ich heute ganz gerne einmal gucken, ob nicht doch ausnahmsweise mal Verkehr kommt. Nö. Des Weiteren würde ich dann heute super gerne mal, damit wir ein bisschen flüssiger sind, falls wir nämlich auch noch eine Unkrautspritze oder ähnliches brauchen. Wir sind nun nicht mehr ganz so flüssig mit 34.000, nachdem wir uns die Obstplantage gekauft haben. Würde ich gerne mal unseren Nachbarn ein wenig helfen, vielleicht Kontakte knüpfen, dadurch, dass man ihn ein wenig unter die Arme greift. Ihr versteht schon. So, wir sind ein bisschen flott unterwegs. Aufpassen, dass hier nicht geblitzt wird. Ja, der Sound von dem Transit ist jetzt, ja, ne? So, also Obstkisten dürfen ja nicht allzu teuer sein. Und dann schauen wir mal, ob wir vielleicht irgendwie einen coolen Auftrag hinkriegen, den wir eben heute erledigen können. So, da sind wir auch schon. Ich hoffe, die bekommen wir hier und nicht im Gartencenter, was ja auch irgendwie Sinn machen würde. Hier im Dorf doch mal ein bisschen die Augen offen halten, ob da nicht Gegenverkehr kommt. So. Sollten wir hier unter Kisten? Gemüsekisten? Nein. Gemüsekartons? Obstkisten. Das wäre ja unsere Wahl, dann denke ich. Ja.
Nehmen wir einfach mal ein paar Stück von mit. Die kosten 50 Euro. Boah, ich hoffe, das ist für die Kisten, wenn wir die verkaufen, wenn die Pfand kriegen oder so. So, ich habe keinen Schimmer, wie viel da runterkommt bei unserem Bäumchen. Jetzt haben wir hier erstmal ein paar. Oh, Tür noch aufmachen. Ja, für sowas ist der Transit halt echt cool, finde ich, ne? Also das sind schnell die Gimmicks, der Gator und der Transit. Mag ich wohl. So, mal ein bisschen ordentlich hier reinstellen. Nicht, dass wir noch Ärger mit der Polizei hinterkriegen wegen unserer Ladungssicherung. Also wie gesagt, ich habe wirklich absolut keinen Schimmer, was wir dann Obst wirklich rauskriegen. Aber wir werden es sehen. Und ja, die Kisten sind ja nicht weg. Holz wird ja in der Zeit nicht verrotten, hoffentlich. So. Ein bisschen ordentlich hier machen. So. Oh, da geht noch eine Reihe davor. Kriegen wir die Tür wohl noch zu? Ja. Uns einmal feste zu klatschen, dann geht das wohl. Das ist im Übrigen keine Mod hier, ne? Das könnt ihr immer machen. Sachen so tragen. Und Spanngurt drüber. Die eine schmeißen wir noch so hinten rein. So. Jawohl. Dann Türen schließen. Und ab geht das zu unserem Obstbäumchen. Ich bin gespannt, was wir gleich für Aufträge kriegen. Kann man gleich direkt mal reinschauen. Aber erstmal gucken wir uns unsere Obstbäume an. Genau, unsere Pferde müssen wir natürlich auch noch für den täglichen Ausritt uns schnappen. Damit wir da nicht ins Minus fallen bei der Fitness. Da hatte ich ja schon mal in der ersten Folge kurz erklärt. So, hier vorne steht der Blitzer, glaube ich, immer. Gehen wir mal ein bisschen vom Gas runter. Können wir uns nicht wirklich erlauben, jetzt noch ein dickes Ticket zu kriegen. Im schlimmsten Fall, dass wir unser Lappen los sind. Mal eben kurz gucken, wo ging das jetzt rein? Da sind wir schon dran vorbei, wa? Da wäre es gewesen. Können wir ihn mal eben wenden. So, ich hoffe, der fährt sich jetzt nicht fest oder so. So, hier sehen wir das schöne Feld. Eingesät, der hat schön eine Bahn vergessen. Naja. Genau, hier wäre es gewesen. Ja, vielleicht gar nicht so günstig, hier mit dem Transit hinzufahren. Ist doch noch recht matschig hier. Durch den Winter. Aber er scheint hier ganz gut durchzukommen. Hier müssen wir uns eigentlich mal so einen kleinen Unterstand hinstellen, ne? Wo wir uns dann die Kistchen hinstellen können. Und hier sind unsere Obstbäumchen. Wie mir scheint. Ja, das ist unsere Obstplantage. Total schick, oder? Upsa. So, Tür öffnen, Tür ist auf. Super. Dann wollen wir mal eben unsere Kistchen ausladen. Die stelle ich hier einfach jetzt mal. Ja. Genau. Die stellen wir, genau. Stellen wir einfach hier erstmal hin. Wenn's. Oh, was ist denn hier vorne? Ach, schick gemacht. So ein Hochsitz. Cool. Genau, und das hier müssen unsere Obstbäume sein. Besser hängt aber noch nicht viel dran. Wenn ich das richtig verstanden habe, muss es tatsächlich erst das erste Mal geregnet haben. Aber das sollte ja dann hoffentlich morgen passieren. Laut Wettervorhersage. So, dann stellen wir die hier schon mal bereit hin. Können wir die nämlich einfach voll machen hinterher. Und direkt verkaufen.
Ja, wie gesagt, das ist wahrscheinlich etwas ungünstig, im Transit hinzufahren, aber hier geht es ja noch. Da vorne scheint übrigens die Biogasanlage zu sein. Oh ja. Nee, da haben wir die. Doch, Biogas, ja, ist richtig. Ach, cool. Ah, dann kommen wir von hier da auch hin. Das ist natürlich günstig und gut zu wissen. Noch gehört es uns ja nicht oder noch können wir da auch nichts anliefern, aber nice to know. So, genau. Also, wo waren wir stehen geblieben? Wir brauchen Geld. Das ist wohl klar. Und da wir jetzt sowieso ein bisschen zwischen der Ernte etwas Zeit haben, hatte ich mir tatsächlich überlegt, jetzt komme ich da an, das nicht ran. Soll ich die Tür nochmal aufmachen, die andere? Hatte ich mir echt überlegt, dass wir einfach mal ein paar Aufträge legen. Oder wächst das Gras im Bulli. Wir könnten es natürlich auch noch überlegen, auf lange Sicht hin, ob wir uns noch ein Feld dazu holen. Das wäre vielleicht auch gar nicht so doof. Welches würde denn da in Frage kommen? Mal eher noch ein kleines. Ein kleines Gut. Die 16 gehört uns schon, die 5. Die sind alle recht groß noch, ne? Ja, 34. Oh Gott, 269.000 kostet das Feld. Heilige Mutter. 260, ja gut, da ist ja noch nicht mal ansatzweise dran zu denken. Ja gut, dann müssen wir uns, wie gesagt, erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Einmal die Türen schließen, sind zu. Wunderbar, dann können wir den Transit schon mal zurückbringen und uns dann in Ruhe mal nach dem Auftrag umschauen. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir haben irgendwas vergessen. Eine Schafswolle brauchen wir noch nicht. Das lohnt sich tatsächlich noch nicht. Ja, eventuell doch, dass wir mal ein wenig unseren Tierbestand aufstocken. Aber auch da, diesen Puffer von 30.000 hätte ich halt schon gerne. Weil man so die meisten kleineren Geräte doch schon für diesen Preis bekommt. Das heißt, wenn wir mal Not daran haben, dass wir uns wenigstens ein kleines Gerät kaufen können. Wie dann jetzt zum Beispiel eine Spritze oder ähnliches. Die Weiden werden ja natürlich auch noch interessant, ne? Aber wie gesagt, wir müssen erstmal zusehen, dass wir irgendwie an eine Geldquelle kommen. Ja, ich hatte auch schon gelesen, Schweine hattet ihr noch vorgeschlagen. Aber ich will mich erstmal nicht auf zu vielen Gebieten irgendwie niederlassen, weil auch die Schweine, die könnte ich bisher noch gar nicht bedienen mit Futter. Das heißt, man müsste wieder zu viel beikaufen und halte ich vielleicht nicht für ganz so günstig. Und den Parkplatz hier finde ich doch eigentlich ganz nice, ne? Neben unserem Hoflädchen. Und ich hoffe dann ja, dass wir bald mit der Milchproduktion starten können. Aber auch da haben wir noch ein bisschen Leerlauf, bis unsere Kühe eben dann den Nachwuchs bekommen. Von daher, wir haben ja an sich alles da, wir haben gute Maschinen. Schauen wir doch einfach mal, was wir so an Aufträgen hier drin haben. Säen, 50.000. Feld 12. Ja, pass auf, das ist jetzt wahrscheinlich... Wer hätte es gedacht? Ja. Roggen und vermutlich... Ja, müssen wir das Saatgut auch noch selber holen? Ja, nee, ist klar. Ja gut, man könnte natürlich Nieten für 4.000, dann wären wir immer noch bei 46.000, die wir plus hätten. Aber schauen wir erstmal nach ein bisschen kleineren Aufträgen. Ne? Transportieren. Das ist doch schon mal was. Schnell gemacht. Pferdehof in Hintertupfing benötigt deine Hilfe. Transportiere die Säcke mit Pferdefutter vom Viehhändler zum Pferdehof. Das können wir doch machen. Die Frage ist natürlich nur, welchen Anhänger nehmen wir da am besten. Dann nehmen wir doch... Ja, ich habe eine Idee. Dafür sollte auch unser kleiner Fendt reichen. Und wir haben doch den Hänger, den wir umkonfigurieren können. Ich glaube, das macht Sinn. Der steht nämlich, glaube ich, noch am Acker.
Genau, da steht er doch. Der müsste das doch eigentlich sein. Den können wir doch zur Ladefläche umfunktionieren. Natürlich jetzt die Frage, wie viel, ne? Stand das dann im Auftrag mit drin? Ich glaube nicht. So, dann müssen wir nur fix einmal eben zu unserer hofinternen Werkstatt. Ihr kennt das ja schon. Mal die Türen öffnen. Reparatur sieht auch noch alles tutti aus. Ich sag's jedes Mal wieder, weil ich da auch mal drauf reingefallen bin. Abkuppeln, ein Stück vorfahren mit dem Schlepper, ansonsten denkt er nämlich, dass der Trecker auf dem Trigger steht und will den dann konfigurieren. Den nehmen wir also mit Ladefläche. Genau, das kostet uns auch nichts. Wunderbar, konfigurieren, jawohl. So, und dann müssen wir die Säcke einfach doch drauf schmeißen können, Spanngurt drüber und ab dafür, oder? Dann müssen wir die Säcke wahrscheinlich auch noch kaufen. Frechheit. Schauen wir mal. So, der Pferdehof in Hintertupfing benötigt eine Hilfe. Transportiert Säcke mit Pferdefutter vom Viehhändler zum Pferdehof in Hintertupfing. Ja, und wie viel? Naja, wir schauen mal. Wir gucken uns das Ding mal an. Gut. Viehhändler. Wir schauen, wo wir den guten Herrn finden. Glaube ich hier oben. Na genau, da fahren wir am besten durchs Dorf. Und dann rechts hoch. Ja, mal gucken. Ja, ich finde immer, man kann so die Zeiten, wo auf dem Hof eher weniger zu tun ist, kann man immer ganz gut nutzen, um sowas dann mal mitzunehmen. Ne? So, ich meine, ist ja in Wirklichkeit auch so, dass man sich da untereinander aushilft, ne? Wenn einer mal ein bisschen Zeit und Ruhe hat. Ja, oder die stehen jetzt natürlich auf Paletten. Aber hier kriegen wir wohl zwei Palettchen drauf. Der Trecker sollte auf jeden Fall reichen. Der dann verschiedene kleine Fend. Auch der ist ja schon ganz ordentlich. Klingt schon ganz cool, oder? Nicht ganz so brachial wie der andere, aber dieses typische Fendröhren hat er schon. So, mal eben gucken, wo wir den genau finden hier. Ach, hier ist auch die Tanke. Cool. Oh, unsere Konkurrenz, der Dorfladen. Ja,
wie gesagt, ist natürlich die Frage, wie viel er haben möchte und ob wir die bezahlen müssen. Das wäre natürlich noch der Oberkracher. So, einen wunderschönen guten Tag, die Herren. Also hier ist noch nichts für uns vorbereitet oder so. Dann schauen wir doch mal. Vielleicht wissen die Damen drin Bescheid. Einen wunderschönen Servus. LS17. Ja, nee, ist klar. Schweinefutter, Pferdefutter, Schweinefutter, Pferdefutter. Das nehmen wir. Würde ich gerne mitnehmen. Okay, kann man anscheinend nur verkaufen, oder? Wie sehe ich das? Aber er wollte doch Säcke haben, habe ich richtig gelesen, ne? Und er benötigt die Schiffe, transportiere die Säcke mit Pferdefutter vom Viehhändler zum Pferdehof. Ach, da hinten liegen noch Säcke, ob das wohl unsere sind? Ja, hey, perfekt. Mal eben einen schnellen Schuh machen. Upsa. So. Ja gut, da hätten wir auch tatsächlich einen kleineren hinfangen können, aber man weiß ja nie. Ja, hier könnt ihr demnach dann auch euer Vieh kaufen oder verkaufen. Hier kann man tatsächlich an dieser Rampe da oben, kann man auch noch Viehfutter kaufen. Na, da soll doch mal einer sagen, das im Rückwärtsgang klappt immer noch nicht. Ja, da hätten wir locker mit dem Transit fahren können, ne? Aber macht ja nichts. Eins. Weil, ohne dass der dann wieder runterkullert. Ja, so ein Sack mit Pferdefutter könnten wir aber eigentlich auch wohl gebrauchen, ne? Toll. Ich weiß gerade nicht, wo man die kaufen kann. Ob man die da in einem Laden, sah nicht so aus, aber gut, was soll's. 4 und den 5, den schmeißen wir da oben drauf. Wenn wir dann Spanngut drüber machen, dann hält das wohl. Fünf. Ja, das hält. So, Pferdehof in Hintertupfingen. Wo finden wir den denn? Pferdehof. Ja, die paar Meterchen hätten sie dieser Kerl schleppen können, aber na, für 4000 Euro. Ist doch leicht verdientes Geld. Na, hinten ist alles fest. Ja, oh, haben wir Säcke verloren? Nee, das sah nur so aus. Oh, ist das hier hinter Tupfing? Gute Frage. Gibt es mehrere Federhöfe? Gute Frage. Oha. Sehe ich schon kommen. Ach, ja logisch. Hier ist er doch. Na klar. Dann gucken wir, wie wir da reinkommen. Die kennen wir doch. Da sind wir schon öfters mal vorbeigefahren.
einen wunderschönen. Hallo, wir bringen das Pferdefutter. Das könnte doch fast hier der Trigger sein, oder was meint ihr? Natürlich sinnig, wenn man jetzt wüsste, wo man den Scheiß abliefern muss. Man kriegt doch keinen Trigger angezeigt irgendwie. Oh. Und dann müssen wir die Zossen direkt. Oh, die haben ja viele Pferdchen. Ja. Gut. Kann man einfach so einen Sack in die Hand nehmen, oder was? Dann kommen wir mit. Mal gucken, ob wir den direkt bei die Pferde, bei die Pferde, jawohl. Bei den Pferden abliefern können. Na, das ist Wasser. Ja, hallo? Wollt ihr den direkt haben? Nee? Okay. Ist das denn hier der Pferdehof in Hintertupfing? Fuchshausen. Tada! Sehr gut. Ich hab es doch geahnt. Und es ist eingetreten. Na, herzlichen Glückwunsch. Oh, der hält so aber nicht. Oh, perfekt. Super. Pferdehupf in der Tupfing. Pferdehupf. Ist das hier denn hinter Tupfing? Haben wir denn noch einen Pferdehupf? Ne, dann wird er das sein. Ja gut, ist aber... Ist die Frage, kann man hier langfahren? Ist das ein Weg? Ja klar. Oh, durch den Wald. Ja, das ist doch eine schicke Strecke. Dann fahren wir die doch nochmal hin. Ja, Entschuldigung, falsche Adresse. Frei und frei, jawohl. Also wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich wirklich meinen, die haben den Verkehr hier rausgewichst. Ich finde es nicht schlimm, da ich eigentlich nicht viel mit Autodrive fahre. Mal gespannt auf die Strecke hier. Muss doch mal ein bisschen auf die Karte luren zwischendurch. Oh, jetzt geht's auf den Feldweg. Jawohl. Sehr schön. Also, doch gut, dass wir nicht mit dem Transit gefahren sind. Hinten alles drauf. Ja, das sieht cool aus. Bombenfest durch den Spanngurt. Ah, hier ein nettes Forstgebietchen, wo man hölzern könnte, quasi. Ja, oh, mit dem Transit hätten wir, glaube ich, doch ein bisschen ein Problemchen gehabt. Hört das auch, er kämpft sich hier schon so ein bisschen durch. Uiuiui. Boah. Oh. Also das hört sich an, als hätten wir was verloren. Ne? War der noch da? Vielleicht nicht so schnell durchpesen, ne?
Kann sein, dass der Anhänger aufgesetzt hat oder so. So, jetzt müssen wir uns irgendwie an dem Feld lang schleichen, aber das sollte ja wohl kein Problem sein. Nö, so ein kleines Petkin ist er ja auch. Aber schön hier bei unserem Nachbarn. Gefällt mir. Scheint ein recht großer Hof zu sein. Wenn er das ist. Jo, das ist er schon. Hätte man tatsächlich auch schön mit dem Gator fahren können, ne? Aber nicht schlimm. Warum nicht zeigen, was man hat, wenn man es hat? So, ja moin. Wo haben wir denn jetzt wohl den Pferdehof? Sieht das da aus wie ein Pferdehof? Entschuldigung, können Sie mir sagen, wo der Pferdehof ist hier? Ich glaube, hier fahren wir mal rein, ne? Ja, Hufeisen, das sieht doch gut aus. Tja, schickes Gehöft, muss ich sagen. Gefällt wohl. Aber auch hier. Wo finden wir den Trigger? Und sind wir in den Tupfing? Eieiei, Fragen über Fragen. Aber das sieht auf jeden Fall nach einem Pferdehof aus hier, ne? Ja, klar. War nicht irgendwo ein Ortseingangsschild? Da hinten. Hintertupfingen, jawohl. So, das Triggerchen finden wir dann wo? Warte mal, ist der rote Punkt eventuell sogar der Trigger? Oder ist das unser Trigger? Natürlich jetzt peinlich. Gucken, drehen wir einmal, dann sehen wir es ja. Das sieht doch noch ein Trigger aus da. Augen auf. So, gut. Sperren wir einmal den Spanngurt ab. So, einmal, bitte sehr. Mal Tür öffnen? Nö. Sagt denn der Status? Jo, das passt. And last but not least. Klappt das nicht. Ah doch, da war's, ne? Lieferung erfolgreich. Ja, ist so wahr. Gut, dann sind das natürlich 4.000 abzüglich der... Genau, abzüglich... Die Ware stand da ja schon. Genau, richtig. Ja, super. Ihr Lieben, dann sind wir auch schon wieder durch für heute. Hat mich gefreut, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr hattet auch ein bisschen Spaß. Daumen hoch, Kommi, würde ich mich super drüber freuen. Abo natürlich noch mehr. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr nächste Folge wieder dabei seid. Macht's gut. Auf bald. Ciao.